Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Herzlich willkommen. Leute, wir haben heute mal drei verschiedene Chests hier am Start. Einmal die rote Kiste, einmal die blaue Kiste und einmal die ganz normale Holzkiste, könnte man sagen. Und Leute, bevor das Video losgeht, Leute, schaut gerne mal in die Beschreibung, Leute. Falls ihr günstige Spiele sucht, schaut bei G2A vorbei, Leute. Wie gesagt, Link in der Beschreibung. Und Leute, ich würde mich heute richtig über 1000 Likes freuen. Leute, lasst einfach mal kräftig ein Like da, abonnieren auch nicht vergessen. Wäre wirklich klasse, Leute. Und jetzt würde ich sagen, legen wir mal direkt los, Leute. Wir haben, wie gesagt, drei verschiedene Chests. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, mit welcher Chest, wie man es denn möchte. Spaß beiseite. Wir sagen einfach Kiste, Leute. Das ist doch am besten. Mit welcher Kiste fangen wir an? Ich würde sagen, wie wäre es denn mit der linken? Ich glaube, die linke, die sieht ganz gut aus. Ich würde sagen, Leute, wir gehen einfach mal in die linke Kiste rein und ich bin gespannt, was sich in dieser Kiste befindet, Leute. Es sollen wohl verschiedene Kreaturen hier in diesen Kisten sein, aber so ganz weiß ich das ja noch nicht. So, wir gehen mal runter und da ist Mario. Okay, wir gehen mal hier nach unten, ganz vorsichtig, nicht, dass hier irgendwelche Fallen sind. Ein kleines Jump'n'Run sehe ich hier schon zur linken. Und ist das hier nicht so eine Röhre? Das ist so eine Röhre, ne? Alter, okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Und Mario ist gar nicht mal so klein. So, wir reden einfach mal eine Runde mit Mario. So, hallihallo Mario. Hallo, Crafting Pad. So, okay, was hat er noch zu sagen? Ich habe meine roten Pilze verloren. Okay, das ist komisch, denn ich muss sagen, dafür, dass er seine roten Pilze verloren hat, ne, Leute, ihr wisst ja, mit den roten Pilzen kann Mario größer werden, ist er schon außergewöhnlich groß, wenn ich mich mal daneben stelle. Da fühle ich mich wie so ein kleiner Zwerg, aber okay, wir fragen mal weiter. Ohne diese kann ich Peach nicht mehr auf meine Seite bekommen. Okay, also Peach steht wohl auf ein romantisches Essen mit roten Pilzen und der bekommt sie wohl nicht mehr auf seine Seite. Das ist natürlich so eine Frage, ob das wirklich darauf ankommen sollte. Also auf so rote Pilze, wenn man sich mag. Aber okay, wir fragen mal weiter nach. Hast du sie gesehen? Puh, das ist eine gute Frage. Sie waren in der Röhrenkiste. Okay, also es soll wohl in dieser Röhre eine Kiste sein. Wir schauen mal ganz kurz nach. Dafür müssen wir erstmal hier dieses ganz kleine, aber feine Jump and Run bewältigen. Okay, das funktioniert schon mal ganz gut hier. Einmal rüber, rüber und da ist die Kiste, Leute. Da ist die Kiste. Aua, da ist die Kiste. Wir gehen mal vorsichtig runter. Einmal hier die Leitern runter und tatsächlich, da sind keine Pilze mehr. Leute, ich würde sagen, wir machen Super Mario einfach mal diese kleine Freude. Und wir gehen jetzt mal nach oben wieder zurück und schauen nach, ob wir dort irgendwas finden. Also ob wir irgendwie diese roten Pilze finden, weil das kann ja eigentlich auch nicht normal sein, ne? Dass hier auf einmal diese roten Pilze verschwinden. Das ist ja eigentlich nicht der normale Ablauf hier. So, wir müssen jetzt mal nachschauen. Irgendwo in diesem Wald, könnte ich mir wenn dann vorstellen, sind Pilze. Schauen wir mal nach, schauen wir mal nach. Hier sehe ich schon die ersten roten Pilze, Leute. Die sind, ich hoffe, es sind die roten Pilze. Nicht, dass er nach irgendwelchen anderen speziellen roten Pilzen sucht, aber ich glaube nicht. Das könnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. So, Samen gehören jetzt nicht dazu. Einmal weg damit mit den Samen. So, okay. Das heißt jetzt hier weiter. 11 haben wir schon. Gibt es hier noch irgendwelche? Ich denke mal, der braucht wahrscheinlich so 10 Stück oder so. Aber ich nehme jetzt einfach mal trotzdem alle mit, die ich hier finden kann. Vorsichtshalber, nicht, dass es hinterher heißt, ja, aber es waren doch 19 anstatt 20. Und, ach, keine Ahnung. Ich nehme einfach alle mit, Leute. Oder 20 anstatt 19, wie dem auch sei. Jetzt haben wir 21 gefunden. Und ich denke mal, bei 21 roten Pilzen, wenn man sich da beschwert, das ist auf jeden Fall nicht okay, Leute. Da sollte man sich nicht beschweren können. Und, ja, Leute. Ansonsten, ganz kurze Frage nebenbei, was mir gerade einfällt. Ich hätte mal wieder Bock, einen Vlog aufzunehmen. Also in der Realität, im Real Life. Ihr könnt mal gerne Sachen in die Kommentare schreiben. Vielleicht gibt es dann am Sonntag einen neuen Vlog. Wenn ihr Bock habt, gerne mal ein Like da lassen, Leute. Und ja, ich würde sagen, Leute, jetzt geht aber erstmal hier wieder in die rote Kiste zurück. Denn wir müssen Super Mario seine Beute zurückbringen, damit er auch mal wieder eine Chance hat bei Peach. Wie gesagt, das hört sich sehr, sehr merkwürdig an. Aber naja, wenn es so ist, dann ist es halt so. Wir packen die roten Pilze einfach mal hier zurück in die Kiste. So, zack, zack, zack. Perfekt. So, einmal, aua, einmal rein hier. Und so, dann geht's jetzt hier. Wir packen einfach, wir verteilen die mal. Dann sieht das ein bisschen mehr aus. So, zack. Ja, jetzt sieht die Kiste auch ganz gut gefüllt aus.
Gut, Leute, wir haben unseren Job getan. Ich sag mal Super Mario ganz kurz, dass das alles weit wieder dort ist. Mario, die Pilze, ne? Die sind da drüben. Weiß Bescheid, Kollege. So, ich hau jetzt mal ab, denn ich glaube, der ist ein bisschen genervt von uns. Warum auch immer. Der redet nicht mit uns. Der steht da wie eine Statue. Ihr seht's. Aber okay, Leute, wir gehen mal jetzt hier runter. Zack, einmal nach unten, bitte. Knapp gewesen. So, und jetzt geht's ab in die blaue Kiste, Leute. Jetzt bin ich gespannt, was denn hier so in der blauen Kiste auf uns wartet. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber wir werden es gleich erfahren. Und das sieht schon mal sehr krass nach Spinnnetzen aus. Okay, Spinnnetze sind schon mal, aua, vertreten. Und da ist Spider-Man. Alter, cool. Okay. So, Spider-Man. Moment. Wir müssen mal ganz kurz reden. Spider-Man. Also, hier sind schon mal ein paar Spinnen, sehe ich, auf dem Boden. Wie geht's dir, Spider-Man? Hallo, Crafting Pad. Halli, Hallöchen, Spider-Man. Meine Spinnenfreunde sind weg. Ach, das sind nur... Warte mal, das ist Plastik. Hat er wahrscheinlich als Tarnung hier hingetan. Ah, lol. Okay, das ist Plastik. Okay, ich merke. Hast du sie gesehen? Ich wünsche mir neue. Okay, ich habe keine Spinnen gesehen, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, weil ich habe letztens in der Zeitung gelesen, dass es wohl eine Spinneninvasion in einer Höhle gegeben haben soll. Das war knapp. Und wir können ja mal dort nachschauen. Also wo das genau ist, das weiß ich nicht. Aber es soll wohl hier irgendwo in der Nähe sein. Irgendwie in der Nähe von Wasser, von so einem See, habe ich gehört. Wir schauen einfach mal nach, Leute. Wir schauen einfach mal nach. Und kann das hier sein? Ich glaube, das kann hier sein, Leute. Wir schauen mal, wow. Wir schauen mal etwas näher. Na, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, hier ist das nicht gewesen. Leute, wir schauen uns mal ganz kurz hier um. Aber. Sieht mir jetzt tatsächlich nicht hier so danach aus. So, das ist jetzt hier ungefähr diese Pilzgegend, wo wir auch gerade die Pilze gefunden haben. Und ich habe hier gehört, in der Nähe dort, genau, da war es. Da soll so eine, das ist die geheime Mine übrigens, Leute, also nur damit ihr Bescheid wisst. Hier soll es angeblich so eine kleine Spinnensichtung gegeben haben. Aber wir schauen mal nach, Leute. Und hier ist tatsächlich eine Kiste. Wir haben hier Cave Spider und normale Spinnen, also Höhlenspinnen und ganz normale Spinnen. Das hört sich doch ganz gut an. Ich glaube, ich spinne, Leute. Spaß beiseite. Die bringen wir jetzt zurück und dann wird der liebe Spider-Man uns hoffentlich auch dafür dankbar sein, dass wir seine netten Spinnies wieder zurückgebracht haben. Und ich habe dort hinten so einen Holzfäller gesehen. Ich frage mich ja wirklich, was der da macht. Also eigentlich ist es nicht erlaubt, hier Holz zu fällen, beziehungsweise Bäume zu fällen und an Holz zu kommen. Der hatte auch wohl eine ziemlich außergewöhnliche Axt, habe ich gesehen. Man sieht ihn jetzt hier leider nicht, aber da werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen, Leute. Und jetzt heißt es eigentlich nur, die Spinnen hier hinbringen. So, warte, wir packen einfach die ganzen Spinnen hier zu Spider-Man zurück. Hier einmal verteilen, hier verteilen. Zack, einmal hier. So viel dazu, Leute. Wir packen die einfach hier hin. So, wir haben unseren Job getan. Wie ihr das anstellen möchtet, dass die hier sind, ist mir auch vollkommen egal. Das ist jetzt nicht unser Job, ne? Genau. So, Leute, ab geht's nach unten und dementsprechend auch zur letzten Chest. Ich bin wirklich gespannt, was sich hier befindet, Leute. Und da ist der Holzfäller. Seht ihr das? Er sieht uns gerade nicht. Und man sieht so ein bisschen die Axt, Leute. So ganz, ganz bisschen, wenn er sich gleich... Ja, da haben wir sie. Die Axt ist eigentlich nicht normal. Das ist eigentlich eine... Naja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Eine Axt, die eigentlich für andere Zwecke benutzt wird. Aber wir schauen mal nach. Wir haben hier... Oh, shit. Granny. Und da ist ein Bilderrahmen. Und ist da die... Ach, lol, das ist doch die Axt von Granny. Warte mal, wir fragen sie mal. Hallo, Pat. Hast du meine Axt aus dem Bild genommen? Okay, ich hab's erahnt, Leute. Ich hab's doch schon erahnt. Warte mal, und was sagt sie noch so? Sonst werde sonst sauer. Okay... Okay, finde sie. Sie ist ein bisschen verwirrt, ist auch vollkommen egal. Aber Fakt ist, wir müssen irgendwie, den Holzfäller dort hinten finden und ihm die Axt wegnehmen. Aber das Problem ist natürlich, er ist jetzt auch bewaffnet. Das heißt, es könnte ein bisschen schwierig werden. Und das heißt, Leute, wir müssen uns auch erstmal eine Waffe besorgen. Ich würde spontan sagen, wir machen uns jetzt einfach mal ein Holzschwert. Wo ist der? Ist da hinten, Leute? Noch hat er uns nicht gesehen. Beziehungsweise er ahnt wahrscheinlich auch noch gar nichts. Umso besser ist das, Leute. So, wir holen uns jetzt erstmal hier diese Axt und, Axt sage ich schon, unser Schwert. Genau, wir machen uns jetzt mal so eine Workbench, zack. Und jetzt hier raus machen wir unser Schwert. So, zack. Und, okay, Leute, jetzt haben wir ein Schwert. Schon mal ganz gut für den Anfang. Und jetzt müssen wir irgendwie aus dem Nichts auf ihn zurennen und ihn schlagen. Moment. Wie machen wir das jetzt am besten, Leute? Ich renne einfach mal drauf zu. Hoffentlich wird das nicht unser Tod sein. 3, 2,
Eins. Alter, okay, wir haben's. Perfekt, wir haben die Axt. Hä? Okay, wir haben die Axt, Leute. Da ist sie. Alter, Alter, Alter. Gut, der hat uns gar nicht auf dem Riemen gehabt. Also der hat gar nicht damit gerechnet, dass wir ihn angreifen. Aber Leute, zum Glück haben wir jetzt eine Axt und können sie, beziehungsweise zum Glück haben wir jetzt wieder die Axt von Granny und können jetzt ganz einfach hier die Axt zurückbringen, in den Bilderrahmen stecken und dann abhauen. Ich möchte nicht, dass Granny sauer wird. Warte, packen wir sie rein. Genau, perfekt. So, Granny, da ist sie, nicht sauer werden. Und dann sind wir eigentlich soweit hier fertig. Wir haben unsere Mission getan, wir haben unseren Job getan. Der Holzfäller hat jetzt keine Axt mehr und ist auch nicht mehr am Leben. Aber wie gesagt, das ist ja nicht meine Schuld, sondern deine eigene. Genau. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut da rein und ciao.